Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Hier unten. Worauf? Da. Sein Geist ist schwach. Wer führt die Suche nach dem Palantir? Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Bald marschieren wir auf Osgil. Aus dem Ergebnis. Sterb, Menschlein! Das Essen ließ aber zu wünschen übrig. Hättest du mal dein Maul gehalten? Hast du das gehört? Jetzt sitzen wir in der letzten Reihe fest, um an der Front zu sein. Alle haben gelacht. Es war's wert. Da ist er! Zeit zu sterben! Das hört sich nicht. Einst habe ich eine Herde Menschenkinder gesehen. Sie verteidigt die Mittelstadt mit aller Kraft. Es spielt Menschen Abschaum! Es ist der Grabwandler! Ich dachte, er sei tot! Ist er auch! Talion, der Bogen. Du hast ihn getroffen! Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besäßen, könnten wir das Blatt wenden.
gleich heute die, wenn sie geschlagen sind. Die... Wir müssen ihre Hauptmänner ins Visier nehmen. Er ist nah. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Vier, formiert euch! Eure Aufgabe ist es, den sehenden Stein zu sichern. Sie haben ihn sicherlich versteckt. Aber wir durchsuchen jeden Raum, jede Kammer und jeden Gondoraner. Du kannst den Angriff nicht stoppen. Deine Brüder sind verloren. Und du kannst nichts dagegen tun. Ruhe. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Dann fahren wir uns ein Pfad hinauf. Karandor wird unsere Hilfe brauchen. Bewegung!
können ihn nicht zurücklassen. Vision. Wenn Saurons Armeen den Palantir erlangen, wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen. Ich komme nach. Geh. Lass die Schützen Unterstützung geben. Ich habe ihn gesehen. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten. Dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste und wir haben genug Schützen. Wir sind den Orks sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja,
mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henedanunan kommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idri. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist ein Befehl. Dann werde ich ihn befolgen. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall. Ein Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch. Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten? Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Wir müssen den Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Kastamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. Sie? Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne den Palantir.